Du bist jetzt live. Green. Da ist er. Ganz spontan. So. Hallo, Nils, wie geht's? Hallo, Lisa. Hallo, Fabi. Wie geht's euch allen? Ja, jetzt werden es zu viele Namen, ne? Was ist denn das eigentlich für eine komische Funktion? Ich muss mich hier mal... Live-Übertragung starten mit. Ah, ich kenne mich ja noch gar nicht so aus mit dem ganzen Scheiß hier, ne? Sind wir gerade eine Runde spazieren draußen im Türkenschanzpark in Wien, falls ihn jemand kennt. Kommt jemand aus Wien? Der ist ziemlich schön, aber auch ziemlich voll letzter Zeit, ne? Und da laufen sie ihre Runden. Vor allem fängt jeder an mit Sport. Finde ich ja wunderschön. Nee, ich habe keinen geraucht. Ich sehe immer so stoned aus. Ich glaube, das geht nie wieder weg. Guck mal, ganz weiße Pupillen. Ja. Und ich bin immer noch tapfer. Tag 25, oder? Doch, Tag 25. Fühlt sich an wie ein Vierteljahrhundert, muss ich dir sagen. Ne? Genau, der Türkenschanzpark ist auch bei mir gleich ums Eck, muss ich sagen. Kultursativa. Hey Marvin Springfield, was geht? Marvin Springfield schickt mir immer ganz schöne Bilder von sich selbst, die ich mega feier. Ja, ich muss sagen, heute habe ich schon irgendwie Lust gehabt, einen zu rauchen. Obwohl das ja voll unlogisch ist. Nach 25 Tagen muss ja irgendwie... Das ist schon im grünen Bereich sein, ne? Das Suchtverhalten. Ich weiß noch nicht, wie lange ich Pause mache. Ich weiß, kennt ihr das? Wenn ihr einmal angefangen habt mit etwas, dann wollt ihr das vorantreiben und gar nicht mal aufhören? Weißt du, was ich meine? Das habe ich schon 25 Tage hinter mir. So, ich habe jetzt gar keinen Bock, das zu durchbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe kein Corona, nein. Also zumindest nicht, dass ich wüsste, ne? Habe auch keinen Test gemacht, aber ich habe ja auch mit niemandem Kontakt, außer mit mir selbst und mit Michi und Markus. Sonst niemanden. Wenn ich im Türkenschanzpark bin, hocke ich da allein auf der Bank und lese ein Buch. Ja, ich sehe wirklich komplett stoned aus, Mann. Ich sehe immer stoned aus. Ich weiß nicht, ich habe zu lange gekifft, Leute. Das war zu viel des Guten. Grund für die Pause, es war nach der Tour. Ich habe jetzt einfach gerade ziemlich viel Verantwortung, ne? Also da ist gerade mein ganzes Leben hat sich komplett umgekrempelt. Die Musik läuft unfassbar gut. Alles läuft ziemlich gut. Und ich will mir jetzt einfach gerade ein bisschen was aufbauen. Ich habe auch gewisse finanzielle Mittel und ich will da einfach nicht so verplant, verplant jetzt meine Zukunft gerade planen, ne? Wenn es um solche Dinge geht. Und irgendwie tut mir das gerade sehr gut, so strukturiert und klar an die ganzen Dinge ranzugehen. Ich habe jetzt nicht aufgehört, weil es mir schlecht ging eigentlich. Also da gab es schon Zeiten, da wollte ich eher aufhören, wo ich dachte, oh Mann, das fühlt mich echt ein bisschen träge und ein bisschen und ja, ich möchte nicht mehr das Verlangen haben, jeden Abend einen zu rauchen, um glücklich zu sein. So, das hat mich, also gab schon Zeiten, die haben mich da ziemlich... Da hätte ich eher aufhören sollen. Und jetzt so habe ich aufgehört in meinem glücklichsten Moment, ne, wo ich eigentlich sage, ey, ich bin mit allem so glücklich. War vor Corona, nach der Tour. Die Tour war ausverkauft. Oh Mann, die Musikkarriere, wie gesagt, die läuft auch. Das war schon immer mein Traum, so wie die jetzt gerade läuft, dass die so läuft. Und wenn du 15 Jahre lang dafür... Nee, nicht 15 Jahre, 2007, 2006 habe ich so angefangen. Oh, sind doch fast 15 Jahre, verdammte Scheiße, 14, 13 Jahre. Und dann ist mein Traum auf einmal in Erfüllung gegangen, weil ich, natürlich kann ich seit 2013 von der Musik leben, aber das war eher so, ich konnte gerade die Miete zahlen, ne? So eine Einzimmerwohnung. Und jetzt sieht das alles ganz anders aus, obwohl Geld hatte nie einen Stellenwert bei mir im Leben. Ich hatte nie Geld, nie. War auch nicht wichtig, ne? Ist noch nie wichtig gewesen, ich habe mich trotzdem immer frei gefühlt und glücklich, ich hatte Freunde, einen gesunden Körper, es gibt so viele Dinge, die glücklich machen und hatte auch nie das Verlangen, wirklich Dinge zu machen, wo man Geld braucht.
Ich wollte einfach nur in meinem Zimmer hocken, kiffen und Musik machen und am Wochenende mit meinen Freunden abhängen und dann noch ein bisschen Sport treiben und Bücher lesen. Ne? Da bin ich happy. Da ist der grüne Happy. Und jetzt, wie gesagt, und jetzt habe ich in meiner glücklichsten Phase meines Lebens aufgehört zu kiffen, weil ich irgendwie dann irgendwie nicht mehr das. Ich war vom Leben high. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich bin so voller Glücksgefühle gewesen, dass es irgendwie das abendliche Ritual dann dachte, nö, das mache ich mal eine Pause. Und dann habe ich irgendwie 3, 4 Tage durchgehalten und dann dachte ich, komm, setz noch einen drauf, mach noch länger Pause. Und jetzt bin ich halt einfach nur neugierig geworden, wie groß die Veränderung sein wird. Weil ich muss sagen, so den zweiten, dritten Tag, da spürt man eine kleine Veränderung, man wird einfach wieder ein bisschen klarer im Kopf, man kann sich Dinge wieder ein bisschen besser merken, aber wir reden hier immer nur von 2, 3%, also nichts, also bei mir ist es zumindest so, also die große Riesenveränderung spüre ich nicht, weil Cannabis ja auch jetzt, wenn du ein bisschen gescheit im Kopf bist und alt genug bist für die Scheiße, ja, dann schränkt es dich ja jetzt auch nicht unfassbar an, dass du denkst, Alter, wenn ich jeden Tag abends mein Joint rauche, vergesse ich auf einmal alles und bin total verab. Das ist ja nicht so, ne? Bei vielen. Ja, meine Haare sind verrückt. Ich war schon seit Jahrhunderten nicht mehr beim Friseur. Guck dir die an, die Mähne. Ja, und deswegen bin ich jetzt gerade unfassbar neugierig. Was für eine Veränderung werde ich spüren? Jetzt der 25. Tag. Und ich spüre seit 20 Tagen keine Veränderung. Also nicht so, dass ich mir noch mehr Dinge merken kann, noch strukturierter bin. Nein. Es ist irgendwie, ich fühle mich sogar jetzt gerade, als hätte ich gestern was gekifft. Bloß, dass ich komplett klar bin. Und wie gesagt, mir Dinge viel besser merken kann. Aber das war's. Mehr. Ach. Smilla will ein Kind von mir. Ich will auch irgendwann Kinder, muss ich sagen. Ne? Ich will unbedingt Kinder. Die Haare, ich finde sie auch, manchmal sind sie echt geil, aber die können auch ganz schön schnell behindert aussehen. Sorry für den Ausdruck, ich muss mir den Ausdruck echt abgewöhnen. Es soll ja keine Beleidigung sein, das Wort behindert, um Gottes Willen. Ja, 15 finde ich zu jung fürs Kiffen, aber ich will niemanden verurteilen, der mit 15 schon seinen ersten Joint geraucht hat, aber ich kann es dir überhaupt nicht empfehlen. Bei mir ist es gerade so gut gegangen, aber es hätte auch schief gehen können. Es liegt immer am Menschen. Sag mal so, wenn ein 15-Jähriger mal einen Joint raucht, einmal, zweimal, dann glaube ich nicht, dass das jetzt sein Leben großartig einschränken wird. Bei manchen schon. Es gibt Leute, die kommen überhaupt nicht damit klar und die sollten die Finger. Deswegen warte lieber, bis du alt genug bist. Da kann gar nichts mehr schief gehen, wenn du 18, 19, 20. Umso älter, umso besser. Ne? Wenn dein Gehirn ausgereift ist und wenn du einfach im Leben stehst, dann hat es kaum Gefahren noch. Aber für Jugendliche 14, 15, wenn die anfangen, jeden Tag einen Joint zu rauchen. Also wir waren damals in unserer Jugend, ach, auf dem Dorf. Ne, wo alle gesoffen haben, waren wir so die Außenseiter-Clique von 10 bis 15 Jungs. Und wir haben halt in dem Alter schon gut gesmoked, 14, 15, 16. Und viele von denen haben, also der Großteil hat wieder aufgehört nach 1, 2 Jahren. Also direkt mit 17, 18 wieder aufgehört, weil sie einfach gemerkt haben, ey, Schule bauen sie ab, haben keinen Bock mehr. Und von diesen 10 bis 15 Leuten kiffen heute noch 2 oder 3. Und, oder 4? Das sind auch 4. Also die Chance, dass wenn du früh anfängst und das regelmäßig machst, dass du dann nie wieder davon loskommst, ist ziemlich groß. Und von diesen 3, 4 Leuten, da gehöre ich auch dazu, bin ich der Einzige, der, ich will jetzt nicht sagen der Einzige, aber einer von denen hockt immer noch im Keller und raucht seine Bong. Der hockt immer noch im Keller. Alter. So heftig. Seit er 13 ist, hockt er im Keller und kifft seine Bong. Und jetzt ist er mittlerweile, ich war immer 2, 3 Jahre älter als ich, jetzt ist er mittlerweile 33, 32, whatever. Und ja, hat jetzt nicht wirklich was aus seinem Leben gemacht. Ne? Ich hatte ein Ziel, schon damals. Das ist mein Vorteil. Deswegen hat mich diese Scheiße nicht kaputt gemacht. Ich habe einfach ein Ziel gefunden und das war die Musik. Siehst du, Tatjana mit 18 erst angefangen. So ist richtig. So ist gut, Mademoiselle. Da kann, wie gesagt, wenn du deine Persönlichkeit schon relativ ausgewachsen ist, ausgereift ist, dann ist die Chance, dass du süchtig wirst von dem Scheiß, sehr gering.
Aber ich würde ja auch leider auch behaupten, dass man mit 18 noch lange nicht ausgereift ist. Ich merke jetzt, dass ich jetzt erst so, ja, es hat vor 3, 4 Jahren angefangen, dass die Persönlichkeit sich dann schon in eine geile Richtung entwickelt hat, wenn man sich selber upgraden kann und selbstreflektierend ist, ne, und an seinen Fehlern arbeiten will, die Dinge, die man gut kann, noch besser hinkriegen möchte. Und ja, das fing so bei mir erst mit 25, 26, 27 an, dass ich dann so erwachsen wurde. Trotzdem bin ich noch ein Kind. Bin noch ein Kind. Hab erst mit 23 angefangen. Ey, noch besser, Mann. Ich hätte auch gern erst mit 23 angefangen oder mit 21 oder mit 20. Ich Holzkoffer hab mit 14, 15 angefangen. Wie gesagt, bei mir ist nochmal alles gut gegangen. Aber deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht mehr runter, Green Fam. Deswegen sehe ich immer high aus, obwohl ich nicht high bin. Oh Mann. Ich finde es so geil, dass du 15 bist, nicht kiffst und meine Musik mega feierst. Und wenn irgendein Holzkoffer da draußen rumrennt und sagt, wenn du Green hörst, musst du kiffen, dann bist du ein Dummkopf. Meine Musik sollte dich high machen. Und das habe ich auch gemerkt. Wenn ich Musik mache, bin ich high. Also ich bin wirklich von Natur aus jetzt high. Ne? Marlboro hat mit 14 angefangen. Ja, tja, jedem das seine. Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch. Ja, und das ist auch gut so. Und ein paar Frauen sollten sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Na, es gibt auch so richtig alteingesessene Drecksmänner, die doch auch keinen Humor mehr besitzen. Jeder sollte Kind bleiben. Und trotzdem reifen auf eine Art und Weise. Siehst du, mit 16 zweimal gekifft, halte ich für unbedenklich. Und bitte kifft niemals auf eine Party, wenn ihr gesoffen habt. Das kann ich. Das wäre das Schlimmste, was ihr tun könntet. Ne? Bitte niemals, wenn du neugierig bist, besonders neugierig, weil ich vielleicht so viel über Kiffen singe, nimm dir das nicht als Vorbild. Das ist immer noch auch gefährlich auf eine Art und Weise, weil das Weed voll stark geworden ist und mit Alkohol zu mischen ist geisteskrank. Alle Kiffer unter euch wissen ja, einen gesmoked zu haben und dann Alkohol zu trinken, so über ein paar Stunden hinweg, das ist nicht so gefährlich als besoffen zu sein und dann an einen Joint zu ziehen, wo du nicht weißt, wie viel da drin ist und du auch sonst noch nie geraucht hast. Und dann wirkt es ja erst nach einer Viertelstunde und du ziehst dann, weil du denkst, es wirkt schon direkt nach dem ersten Zug, ziehst du zu oft dran und dann macht's BOOM. Ups, schon mal gemacht, ist wirklich ein Ja, ich habe das auch schon gemacht. Und dann habe ich mich da hingelegt ins Bett und es hat wie ein Karussell. Ich so, bitte hör auf. Grüße. Grüße! Füße! Grüße, Füße! Was macht dann jetzt das Grünchen? Was macht dann jetzt? Ich schnupper gern mal. Schnupper. Ja, Philippa, Philippa, Filippo, dich nenne ich jetzt Philippa. Du bist auch ein Scheißkiffer. Oh, das ist das Beste, was man haben kann. Und nicht anrühren. Diese Eigenschaft ist das Beste, was man haben kann. Weed zu Hause haben wie ein Weinkeller, wie die Marlene Mortler, ihr Weinkeller. Ne? Die hocken da auch, haben ihre Weinflaschen im Keller und weiß nicht, ob die jeden Tag trotzdem trinken, aber ich finde es schön, Weed zu haben und es nicht anzurühren. Und das war. Das hat mit 25 das erste Mal geklappt. Weil früher, wenn ich da Pause machen wollte mit dem Kiffen, habe ich immer alles wegkiffen müssen und dann fiel es mir ziemlich leicht, einmal 3, 4, 5, 6, 7 Tage nichts zu rauchen. Und irgendwann, und ich so, ah, irgendwann will ich schaffen, trotzdem Weed da zu haben und es dennoch nicht anzurühren. Und seit, hey, meine Truhe ist voll. Und seit 25 Tagen kiffe ich nicht. Ich bin sehr glücklich. Jetzt ruft dieser Dulli an. Philippa, du Mongo, ich mach grad einen Livestream und du rufst mich jetzt während dem Livestream an, als ob ich jetzt rangehe. Das geht doch gar nicht. So ein Depp. Philippa. Denkt jetzt bestimmt, was sage ich da? Das ist ein Kumpel von mir. Da ist Philipp, Dulli und der versucht gerade verzweifelt. Wie soll rangehen? Aber dann geht doch der Livestream weg, Süßchen. Wenn ich jetzt rangehe, dann geht der Livestream weg. Das kann ich doch jetzt nicht machen. Ne?
So, mal wieder einfach nur getalkt. Guck mal hier, warte mal, das Bild. Ich traue mich nicht mehr auf das Bild zu klicken, Philipp, was du mir jetzt geschickt hast. Ich habe Angst, dass der Livestream da auch weggeht. Ja, Greenfam, ich habe schon 4 Tracks aufgenommen. 4 Stück. Weil ich habe da gerade was vor. Ne? Und ich habe mindestens 12 Lieder geschrieben. Ungefähr 8 Tracks werden noch geschrieben. Und wie gesagt, 4 Stück habe ich schon aufgenommen. Nächste Woche nämlich ist mein Ziel auch wieder 4 Tracks aufzunehmen. Vielleicht werden es aber auch nur 3. Und dann, hey, habe ich schon 7 oder 8 Tracks. Wahnsinn. Wahnsinn. Und der Wassertrack, den habe ich jetzt nicht dazu gezählt, weil der kommt natürlich auch noch. Wasser, ich hab Wasser für. Oh, guck mal, den singe ich doch jetzt hier. Freestyle, eine Runde Freestyle. 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 Motherfucker, warte, ich muss die Boxen gescheit aufstellen. Was ist denn hier los? So. Die hocken gerade. Süßchen schickt mir auch ein Bild. Süßchen, ihr süßen Mann. Wie gesagt, beim Livestream kann ich jetzt leider nicht ans Telefon gehen. Und auch das Bild nicht anschauen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Nein. Angst ist nicht gut, meine Freunde. Angst ist etwas sehr Destruktives für dich, für dein Leben. Du kannst Angst haben, das habe ich schon mal auf dem YouTube, in einem YouTube-Video gesagt. Du kannst Angst haben, wenn ein Löwe vor dir steht, ne? Oder wirklich, wenn eine Gefahr sichtbar gerade in diesem Moment da ist. Aber hab keine Angst vor Dinge, die du dir ausmalst. Das lähmt dich, das lähmt deinen Geist. Ich sag nicht, dass es einfach ist, diese Angst einfach abzustellen, aber es sollte dein Ziel sein, dich zu upgraden, deinen Geist abzugraden, Selbstreflexion zu betreiben und dir diese Dinge bewusst zu machen. Dass Angst der größte Scheißhaufen der Welt ist. Es ist so. Angst ist der größte Scheißhaufen der Welt. So, von wo kommst du? Ich komme eigentlich aus Mannheim. Mannheim! Herr Patsche, ich war vor dir. Naja, alles gut. Ich wollte sagen, ich war vor dir der zweitberühmteste Musiker aus Mannheim. Erster war Söhne Mannheim, Seven I Do. Dann kam Green. Und dann kam Apache. Obwohl Apache eigentlich aus Ludwigshafen kommt, das ist neben Mannheim. Das darf man aber nicht sagen. Grüße gehen raus an Apache. Ich bin ziemlicher Fan von ihm. Also ich finde seinen Gesang einfach, ich finde ihn großartig, Mann. Ein bisschen Props muss auch gegeben werden. Guck mal, wo ist der Wasser? Hier, Freestyle. Ja, vielleicht schreibe ich denn jetzt direkt mit euch. Was meint ihr? Ja. Wasser, ich hab Wasser für euch. Wasser. Und ich mach euch jetzt für euch Wasser. Ich hab Wasser für euch. Wasser für euch. Und ich mach euch jetzt für euch Wasser. Ich hab Wasser für euch. Wasser. Und ich mach euch jetzt für euch Wasser. Ich hab Wasser für euch. Wasser für euch. Und ich mach euch jetzt für euch. Wasser für euch. Und ich mach euch jetzt für euch. Und ich brauch keinen Scheiß mehr. Und ich mach euch jetzt für euch. Und ich brauch keinen Scheiß. Und ich brauch keinen Scheiß mehr. Philippa ist ein guter Freund, alles klar, und ich hab ein Baby gezeugt, yeah, und ich hab gutes Zeug in meiner Truhe, ich rauch keine Zeit. Wasser, ich hab Wasser für euch, Wasser, ich mach die Mädels jetzt für euch, Wasser, guck mal, die Fresse green. Ich bin stark wie Zeus, ich stark wie Zeus, und du machst ein Kreuz, du machst ein Kreuz, und die Mädels werden feucht. Freestyler. Ich hab nichts gehauen. Ich bin Naturhai. Ich bin Obelix, wenn ich das dope Gift. Obelix hat das dope Gift. Alles klar, wie ich froh hier bin. Ich muss Freestyle noch ein bisschen mehr üben hier, Leute. Das ist ja peinlich. Aber es geht ja schon. Ist auch dein Penis zu klein? Ja, Philipp, ich weiß nicht, warum mein Penis so klein ist. Das ist auch immer relativ. Für manche ist er klein, für manche ist er groß. Ja, kommt mir jetzt etwas unangenehm. So, gucken wir mal hier.
Wasser, ich hab Wasser für euch. Wasser, und ich mach euch jetzt feucht. Ich mach euch jetzt feucht. Ausziehen, 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 aus. Nein, Green, hör auf. Leute, die mich live konzertmäßig gesehen haben und wissen, wenn ich mit Boxershorts auf der Bühne rumlaufe und dann springe, die Leute können sich ja so ein bisschen ausmalen, ob der Greenie einen kleinen Penis hat oder einen großen. Aber das tut ja gar nichts zur Sache, meine lieben Freunde. Das ist sehr, sehr oberflächlich. Auf jeden Fall wünsche ich allen Männern dieser Welt, die einen kleinen, ganz kleinen Penis haben, ganz viel Kraft. Oh Mann, guckt euch mal den Beat an. Ey, was ist da los? Und den Frauen gebe ich auch Kraft, die einen Freund haben, der ganz. Haltet durch. Es gibt auch Analplugs. So ein Dummbabbler, Alter. Das hört ja alles auf. Hier, hört ihr. Den Sinti im Hintergrund finde ich noch richtig scheiße, muss ich dem Jochen sagen. Er soll den Winter ausmachen. Nee, hat er ja schon. Was? Aber jetzt hier. Oh, was kommt da? THC2? Was meint ihr? THC2? Nein, Ray, du brauchst die Kraft nicht. Vielleicht bist du auch einfach noch jung. Der wächst doch, bis du 22 bist. Glaub mir. Ne? Wie ein Baum. Der Stamm wird umfangreicher und er wird auch größer. Also, wenn du 14, 15 bist, junger Herr, und einen kleinen Penis hast, deiner wächst doch, bis du 21, 22 warst. Bei mir war es zumindest so. Und wenn der so lange wächst, ja, von klein auf, und als vom Baby bis 22, dann ist es schon eine Kunst, auch mit 22 dann trotzdem einen kleinen zu haben. Okay, wir hören mal auf, über Penisse zu reden, Leute. Das ist total scheiße. Falsches Thema hier. Guck mal, oh Mann, ich will schon wieder alles zeigen, was ich schon wieder so aufnehme. Warte, was steht da? Ich finde meinen Dödel zu klein und hab keine Kraft. Och nein, es wird alles gut, mein Kind. Es wird alles gut. Ich meine, das Dumme ist ja, es gibt für alle Schönheits-OPs und ich halte gar nichts von Schönheits-OPs. Halte ich einfach nicht so, wenn eine Frau große Titten haben will. Du bist wunderschön mit deinen kleinen Busen. Hör auf, an sowas überhaupt nur zu denken, dir einen Fremdkörper einzusetzen. Pfui, 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 pfui. Ne? Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Zum Beispiel ein Bekannter von mir, seine Tochter hat halt eine Brustverkleinerung gehabt. Aber das war dann nicht ein Schönheitsding, sondern einfach, weil sie Rückenschmerzen davon bekam. Und das sind Schönheits-OPs, die machen total viel Sinn. Also, da habe ich nichts dagegen. Oder Leute, die eine Haartransplantation machen. Das finde ich auch nicht schlimm. Das sind irgendwie keine harten Eingriffe. Aber Silikon hier reinzuballern. Silikon! Kevin, 15 cm ist voll in Ordnung, glaube ich. Ist das? Ist vollkommen, glaube ich, bist du im Durchschnitt im Deutschen. Im Deutschen. Und, was wollte ich noch sagen? Haartransplantation finde ich in Ordnung. Ihr guckt doch mal diese Frauen an, die es übertrieben haben. Ich finde das Katja Krasowik oder wie die heißt. Die war zwar noch nie mein Geschmack, ich stehe nicht so auf unnatürliche, so lange Fingernägel und so echt unnatürliche Frauen, das ist nicht so mein Geschmack. Aber sie war trotzdem mal sehr süß, fand ich. Ein hübsches Mädchen. Und jetzt, sorry, wenn ich das sage, aber was ist das? Das ist wie bei einer Bulimiekranken. Die denken, sie wären dick, dabei sind sie nicht dick. Oder Magersüchtigen. Die sieht nicht, was sie da anstellt mit ihrem Körper. Das kann doch nicht wahr sein, Katja. Katja, was ist los mit dir? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Was ist mit dir? Du warst mal echt hübsch. Und da gibt es so viele Beispiele, die... Meine Güte, Alter. Die sollten auf jeden Fall zum Optiker oder zum Psychologen. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, ich habe schon oft überlegt, Podcasts zu machen und das soll auch noch kommen. Warte mal, ich muss mal eure wunderschönen Fruchtzweige bewirken. Wunder für den Schwänge. Was? Mit 76 Jahren 2 Zentimeter ist doch okay. Ja, mit 76
ob du da deine 2 Zentimeter noch brauchst. Vielleicht gibt's ja irgendwann Penisprothesen. So, ihr wollt was live hören. Soll ich noch mal, soll der Bub noch mal singen oder was, hä? Soll ich euch den Track zeigen, den ich heute aufgenommen habe? Der ist sehr schön. Ich darf nicht so viel von diesem Ding zeigen, was ich gerade vorhabe. Ich wollte nicht Album sagen. Aber ja, ich will nicht so viel vom Album schreiben, zeigen. Die Verpeiltheit. Komischerweise. Kennt ihr das? Wie gesagt, ich mache gerade eine Kiffpause. Meine Dudes, mit denen ich gerade zusammen arbeite, die, ja, die gönnen sich abends gerne ihr Feierabendbier. Und wenn ich dann mit denen kollektiv da zusammensitze und die vor mir hier die Wundertüte kreisen lasse und ich nicht dran ziehe, bin ich trotzdem komplett stoned und es hat nichts mit passiv zu tun. Was siehst du denn, tu es? Was soll ich tun? Schreib es. Was? Ich bin gerade verwirrt. Corona-Album, nein. Süßchen, was soll ich denn schreiben? Okay, ich sing nochmal was. Nein? Ich möchte wirklich nichts verraten. Das ist scheiße, Leute. Ich verrate ja alles. Und dann speichern sie, Leute, und dann wird's hochgeladen und dann... Warte mal, ich schau mal, ob ich was verraten kann, was jetzt nicht so tragisch wäre. Oder ich sing einfach einen Track, den ihr kennt. Oder? Klopapier-Song? Klopapier-Song! Das Dumme ist, dass ich den Klopapier-Song so schnell geschrieben habe und normalerweise, wenn ich den dann schreibe, singe ich den Text dann halt einige Male auf dem Beat, ne? Und entweder sind dann die Melodien schon direkt da, aber ich singe den trotzdem 2, 3, 4 Tage hintereinander, damit die Melodien und alles voll gefestigt ist, dass ich dann nur noch ins Studio laufen muss und einfach nur noch Bang mache, Knopfdruck und ich kann singen. Also den Track schon auswendig kann. Und bei Klopapier, der ist so schnell rausgeflutscht, ne? Ich habe den geschrieben und bin direkt, als ich ihn geschrieben habe, morgens um 9 Uhr, um 8:45 war er fertig, bin ich direkt ins Studio gelaufen und habe noch nicht mal die Melodien und so von dem Text gehabt und habe am Mic dann die Melodien kreiert im Freestyle. Und so ist Klopapier entstanden. Deswegen, wenn ich den jetzt singe, kann es sein, dass ich den total falsch singe. Aber warte, komm, wir probieren es mal hier. Warte, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn da? Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten kurzen Livestream machen und ich krieg's nicht. Ich bin so ein. Da fehlen mir die Worte manchmal. Klopapier! Wo ist mein Klopapier? Klopapier-Alarm! Klopapier! Klopapier! Remix! In Deutschland, was ist los mit dir? In Deutschland, wo ist mein Klopapier? In Deutschland, was ist bloß passiert? Klopapier-Alarm! Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Alle spielen verrückt und gehen in den Laden, wollen alles für sich, die anderen sollen nichts haben. Ich komm zuerst, mein Arsch ist mir heilig und natürlich Nudeln, du weißt, dass das meins ist. 10 Klopapier, Rollen reichen locker nicht, außer wenn ich durch die Nudeln verstopfen krieg. Ich um meine Fans zuerst, komm ab für dich und mir egal, von wem du die Oma bist. Von wem du die Oma bist. Von wem du die Oma bist. Von wem du die Oma bist, du, du, du. Deutschland, was ist los mit dir? Deutschland, wo ist mein Klopapier? Deutschland, was ist los passiert? Klopapier-Alarm! Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Yeah, yeah, yeah.
Die Kinder haben Schulfrei, das Papa bleibt zu Hause und kocht seine Nudeln, alle haben Pause. Mama stapelt die Klopapierrollen, baut eine Pyramide, oh ist das toll. Corona versetzt die Welt ins Koma und nicht schlecht für meine Oma, oh ja. Alle fallen in Ohnmacht, doch ob sage ich, hab Paper auf mein Klo, ja. Firmen gehen pleite, die Wirtschaft fährt runter, Geschäftsmänner traurig, Mama Erde munter. Flugverkehr ist lahmgelegt, hoffentlich auch bei die AfD. Motherfucker! Wasser, 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 Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Yeah! Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. Deutschland, was ist bloß passiert? In Deutschland, wo ist mein Klopapier? Deutschland, was? Und mein Dosenbier, und mein Dosenbier, und mein Dosenbier. Doch ich trink kein Dosenbier. Warum hast du deine Po rasiert? Voller Zweckreim-Massaker. Ja, das war's. Hat Spaß gemacht, juhu! So, gibt's da noch, warte mal, vielleicht gibt's da so ein paar Lieder, die sowieso erst in 100 Jahren rauskommen oder nie, und die kann ich euch ja vielleicht vortragen. Obwohl das ja dann auch ziemlich fies ist. Ja, Mann, ich hab da einen. Der Track, meine Freunde. Der Track, meine Freunde, ist schon 100 Jahre alt, ne? Nein, aber 3 Jahre ist er bestimmt schon. Und ich liebe ihn bis heute und ich hab noch irgendwie... Nö, hab noch keinen Zeitpunkt gefunden, wo da reingepasst hat. Oder kein Album oder keine EP gehabt, wo das zustande kam. Aber ich singe euch jetzt mal vor. Und ihr sagt mir, ob ich den, ja, den werde ich eh irgendwann veröffentlichen, weil ich den selber viel zu sehr gerne hab. Hier, fuck you, hater. Ja, ihr schratzt nur so voll Dummheit. Habt ne große Fresse, doch nix steckt dahinter. Hater. Ihr seid so kopflos, so unreif, wie ein dickes Radio im Internet-Kinder. Seit neuestem werd ich gehatet, ihr unreifen Kinder. In Ordnung hoffen wir, dass sie nicht dumm bleiben für immer. Euer Hate ändert gar nichts, meine Kunst bleibt der Bringer. Von guter Laune Hater, von Kunst keinen Schimmer. Also fuck you, sag ich mit einem Lächeln im Gesicht. Wenn du wüsstest, dieser Sound, es gibt nichts Besseres für dich. Jeden Denner, der mich disst, schenke ich ein Fuck you, angehaucht mit Liebe und jetzt Bengel macht nen Abflug. Komm Haram sagt, was aus hart und aus schwach und da scheiße, ich hab gerade verkackt. Ihr merkt, ich hab den schon seit hunderten Jahren nicht mehr gerappt. Wenn ihr wüsstet, wie der Scheiße. Wenn ihr wüsstet, der Text, der ist gerade irgendwie hieroglyphisch dargestellt. Deswegen bin ich jetzt gerade ziemlich krass rausgekommen. Weil ich habe den Text damals auf dem Windows-PC geschrieben und mein Mac hat da irgendwie das nicht ganz übersetzen können. Da muss ich mir gerade ziemlich viel dazu reimen. Ja, aber der sollte irgendwann raus, oder? Ja, das Ding ist, dass ich den zurzeit nicht mehr rausgebracht habe, weil ich ja irgendwie so gut wie kein Hate abbekomme. Oder zumindest kriege ich den nicht mit. Aber es gab eine Zeit bei JBB und so, bla bla bla, da gab es auch schon ein paar Hate-Kommentare und das war auch die Zeit, als ich den Text geschrieben habe. Na komm, ich mach nochmal die Hook, die ist ziemlich fett, Alter. Oder ich steig nochmal irgendwo ein. Komm nochmal für euch, Green Family. Vielleicht schaffe ich es ja, die Hieroglyphen zu entziffern. Ja. Haare am Sack, mach's auf, hart, ob ich schwach. Und wenn du gerade nicht passt, hast du Strammel erwacht, scheiße. Nee, nochmal, ihr seid live dabei, wie ich jedes Mal verkack. Aber ist vollkommen egal, ja. Kaum Haare am Sack, mach's auf, hart, ob ich schwach. Wenn dir gerade nichts passt, hat schon das Kramme, ach scheiße. Wenn dir gerade nichts passt, ist schon das Kramme erwacht. Dein krankender Platz, du bist in Rage verfasst. Hast dir Raten im Netz und schreibst, du bist so ein Hurensohn. Danke nett von dir, ich mag dich auch zu Spaß. Ich glaub, dein Vater und deine Mom haben gerade verkackt. Ja. So ist es halt, jeder kann halt ficken und
Kinder bekommen und falsche Werte vermitteln. Geile Line, geile Line. Da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen, ist doch wahr, oder? Yeah. Fuck you, Hater. Ja, ich spatz nur so weit um, ich hab ne große Fresse, doch nix steckt dahinter. Hater, ihr seid so kopflos, so unreif, wie ein dickes Fuck you, ihr Internet-Hinter. Macht den Abflug, wie ein dickes Fuck you, ihr geht mir sowas von am Arsch vorbei. Oh, why, yeah, ihr ein dickes Macht's gut, hatet ruhig weiter, viel Spaß dabei. Versteckt im Netz, fühlst du dich stark und sicher, bist anonym, spielst auf Wahnsinniger, bist unzufrieden, willst etwas Dampf ablassen, statt anderen was zu gönnen, lieber einen Brand entfachen, Freude in Hass verwandeln, Ängste schüren, deine Unzufriedenheit, dann lässt du Menschen spüren, oh, da sind sie wieder, die Hieroglyphen, Entschuldigung, Leute. Nur damit ihr mal seht, wie das hier bei mir aussieht, ganz strange. Und wieder weg. Ja, ich liebe diesen Track, Alter. Ich muss den irgendwann rausbringen, Mann. Das ist schon geile Scheiße. Ja, Eigenlob riecht gut, meine Freunde. Das stinkt nicht, das riecht gut. Ne? Das bedeutet, du liebst das, was du machst. Mehr bedeutet das gar nicht, wenn man das mag, was man macht. Warte mal, habe ich doch noch was. Ich habe hier noch was. Baby heißt der Track. Der ist auch schon sehr, sehr alt. Auch 1,5 Jahre bestimmt. Oh, kann ich dir noch? Oh, der ist fast Sex, der Track. Da geht's, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Nicht ganz jugendfrei auf jeden Fall. Ja, aber es geht. Ist eigentlich harmlos. Ja. Baby, du weißt gar nicht, was in mir abgeht, wenn ich dich ansehe, wenn du einfach nur da stehst. Baby, du weißt gar nicht, was in mir abgeht, wenn ich dich ansehe, wenn du einfach nur da stehst. Ich liebe deine Stimmfarbe und ja, ich sah dich mir wie die Kinnlade runter. Jetzt sind wir hier, fallen über Nacht. Daher eine Stunde Leidenschaft und du kannst nicht mehr. Stöhnst vor dir leise hin. Wow, ist das heiß hier drin. Mit dir macht eine Reise Sinn. Guck mal, wie high wir sind. Baby, du weißt gar nicht. Oh, da muss ich noch ein bisschen Text schreiben. Ey. Der ist ja noch gar nicht zu Ende geschrieben, Green. Was ist denn da los? Sauerei. Aber warte, gleich geht's wieder weiter hier. Ah. Baby, du weißt gar nicht, was in mir abgeht, wenn ich dich ansehe, wenn du einfach nur da stehst. Baby, du weißt gar nicht, was in mir abgeht, wenn ich dich ansehe, wenn du einfach nur da stehst. Du denkst dir endlich einmal, da weiß, wie's geht. Kein Vergleich zu den anderen, ja. Bin ne Nummer, scheiße. Egal, nicht schlimm. Ich bin eh sehr selbstverliebt, ich Arschloch. Ich kann's ja mal vorlesen, als wäre ich Goethe. Ne? So ein ganz feiner Herr. So, Achtung, meine Freunde. Du denkst dir endlich ein Mann, der weiß, wie es geht. Kein Vergleich zu den anderen, ich weiß dir zu geben. Bin die Nummer 1 im Bett, bereite dir Glück. Hab Ausdauer, lege 100 Meilen zurück. Baby ist in Rage, zerleg mein Shirt und stöhnt so laut, dass es jeder hört. Ich geb mir Mühe, ich halte es zurück. Sie hat Vorrang, ich mach sie verrückt. Ich bin der Man of Earth, du die Miss Universum. Du die Miss Universum. Du bist so wunderschön, dich kann man echt krass hernehmen, nein, ich war's Freestyle. Universum auf dich kann man krass hernehmen. Oh, meine Güte. Du kreist dich ins Bettlaken, das könnte daran liegen, dass wir guten Sex haben. Ich lese hier noch so lustige Lines, die ich halt, ich schreibe da immer unter den Texten halt so recycelbare Lines, ne? Die nie reingekommen. Soll ich irgendeinen anderen lustigen Text mal so behindert vorlesen?
Entschuldigung schon wieder für den Ausdruck, ich Knecht. Ruprecht. Guck mal, wir haben ja doch bestimmt doch irgendeinen ganz versauten Text, oder? Leute, haben wir da irgendwas? Oder soll ich aus dem Internet irgendwas beschreiben? Habt ihr irgendwie einen Textvorschlag, den ich so vorlesen soll, als wäre ich ein Honk? So ein Deutsch, sollen wir mal Deutschrapper so, komm mal, Deutschtexte von Deutschrappern. Ihr macht mich immer ganz wirr im Kopf, ihr hört, wie ich schon daher rede. Achtung, irgendwie, habt ihr irgendeinen Text? So von, das ist nicht von mir, das ist ja langweilig, den will ich nicht vorlesen. Irgendwie so ein Deutschrap-Text. Ich will jetzt ein bisschen Deutschrap in der heutigen Zeit mal die Texte ein bisschen mehr analysieren. Was ist denn zurzeit einer der berühmtesten von 187? Aber die machen ja relativ auch coole Texte. Also die haben krasse Reims und so. Aber ich rede ja eher von Kapital Bra zum Beispiel. Oder so von jemandem, wo es jetzt echt lustig wird, wenn ich das vorlese. Als würde ich meine Beine übereinander schlagen. Pinselstrich. Oh, das ist ein sehr altes Lied. Apache. Ja, Apache. Apache? Obwohl Apache... Weißt du, ich mag halt Apache. Ich will jetzt irgendeinen Rapper hören, den ich jetzt so ein bisschen, wo es halt voll konträr ist, wenn ich den jetzt so vorlese, als wäre ich ein Lehrer. Also so den Arschfixer oder so. Wisst ihr, was ich meine? Sowas. Loredana. Das ist doch mein Vorschlag. Loredana. Loredana. Ne? Aber welches Lied wollen wir da nehmen? Hat sie da ein ganz besonderes Lied, wo er sagt, der Text, den, wenn ich den jetzt... eiskalt? Vielleicht ist das auch jetzt überhaupt nicht lustig. Ich weiß es ja nicht. Oder Lano? Farid Bang, Alter. Ja, Farid Bang ist lustig. Komm, Farid Bang. Farid Bang schreibt nämlich extrem lustige Texte. Mit Wortspielen, mit krassen Reimen und ich glaube, wenn ich das jetzt wie ein Schnösel vorlese, könnte es unterhaltsam werden. Welchen Text soll ich denn davon? Katja! Soll ich mal. Das wäre doch. Katja, jetzt kann mich nicht entscheiden. Das war Farid Bang, Loredana, Katja, Krasavik. Komm, das ist lustig. Katja Krasavik. Schreibt mal alle, ob ich jetzt Katja Krasavik irgendeinen Text nehmen soll. Am besten nehme ich Doggy oder so. Und den singe ich vielleicht sogar. Ich kann ihn erstmal so vorlesen und dann singe ich ihn vielleicht. Sextape oder nehme ich Doggy? Was wollt ihr hören? Ich sollte das covern, oder? Das wäre doch voll lustig. Ja, aber welchen? Sextape oder... Ach komm, ich habe Sextape jetzt vor mir. Vorlesen oder vorsingen? Das Dumme ist, ich muss erstmal ein Beat... Doggy? Nehme ich Doggy? Oh mein Gott. Für alle... Pro-Homos auf jeden Fall. Ich bin pro Homo. Beide. Ach komm. Beide. Ist die Frage, ob ich jetzt... Ich weiß, du willst Sex, Babe. Ey. Will, dass du mich leckst, Babe. Du darfst bei mir Backstage. Wir machen ein Sex-Tape. Ey. Und wir treiben es die ganze Nacht. Ich weiß, du willst... Nein, die müssen wir jetzt nicht schon wieder vorlesen. Warte. Dreh mit mir, dreh mit mir, dreh mit mir, mit mir. Dreh mit mir ein Sextape, heute Nacht. Dreh mit mir, dreh mit mir, dreh mit mir. Dreh mit mir ein Sextape, heute Nacht. Küche, Schlafzimmer, dann auf meine Riesencouch. Ich mach mein Money selbst. Ich bin keine Spielerfrau. Wir treiben's, wo du's magst. Komm, sei mein Fotograf. Ich mach den kleinen Mann jetzt größer, so wie Joko Klaas. War gar nicht mal so verkehrt, die Leine. Schatz, ich mach deine Kanone hart. Blas wie auf ner Mundharmonika im heißen Honigbad. Die kriegt auf jeden Fall den Text von einem Rapper geschrieben. Safe. Ich mag es grob und hart und kein Romantik-Scheiß. Mach mir nicht auf Manager, sonst wirst du hier gleich angeleint. Ah, hab ne harte Schale und Kern. In mir waren mehr Männer drin als im trojanischen Pferd. Also Baby, mach die Kamera an, öffne die Hose, es geht ba 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 bam. Das war's? Komm, das war's? Da gibt's keinen zweiten Verse? Oder habe ich den jetzt
Oh, ich hab mir den zweiten Part vorgelesen, nicht Honk. Ah, ich weiß, du magst meine Pussy Pussy. Mein erstes Wort als Baby war Gucci Gucci. So dreckig und beim Sex so verspielt wie eine große Toblerone, sei mal Lexington Steel. Oh, ich bin da, wenn es um Namen aussprechen geht, besonders um englischen Namen. Puh, Männer schauen mich an wie diese Smileys mit den Herzchen. Bin ich Pocahontas, doch will reiten wie im Märchen. Ich werd ein Schneeflittchen, die schönste weit und breit. Doch anstatt in einen Apfel beiß ich in deine Eier rein. Ei, 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 gib's mir dreckig, gib's mir hart. Bin wie ein Bugatti, ja, du bist besessen von meinem Arsch. Also Baby, mach die Kamera an, öffne die Hose, es geht ba, 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 bam. Jetzt Doggy oder was? Oder soll ich, Papa, ich suche mal ein Beat, vielleicht kann man das ja... Weiß, was ich meine, ich hab hier... Psst, jetzt hab ich den Porno angemacht von vorhin, verdammte Wort, das war ja peinlich. Für dich war es auch gar kein Porno. SpongeBoss, den Namen kann ich wirklich ehrlich nicht mehr hören. SpongeBoss. Verstehe ich auch nicht, was aus dem geworden ist. Es gibt Rapper, die hören halt dann einfach auf. Die hören halt dann einfach auf. So wie Grinchel, der Wichser. Nee, was ist da los mit Santiago? Mach mal wieder Musik. Hab die zwar jetzt nicht gehört oder so, aber verstehe das nicht. Ich kann nicht aufhören, Musik zu machen. Das ist nicht möglich bei mir. Ich werde es niemals tun, Greenfam. Und wenn mich kein Schwanz mehr hört, ist mir trotzdem egal. Ich werde mich da hinsetzen und meine Mucke machen, weil ich das ja mache, weil ich es liebe und nicht, weil ich es mache, weil ich hier nur mein Money, Money, Money will. Soweit ich muss meine Playlist aufmachen, da habe ich immer ganz viele Beats. Wie viele Minuten haben wir da? Oh Mann, schon wieder eine Dreiviertelstunde. Noch eine Viertelstunde, Greenfam. Noch eine Viertelstunde. Ich bin gleich soweit, Leute. Ich bin gleich soweit. Muss nur die ganzen Tabs schließen. Die ganzen Pornos, die ich offen hatte. Ich mache nur Spaß. Weil seitdem ich nicht mehr kiffe, ja, ist die Selbstliebe auch ein bisschen abhanden gekommen. Sehr interessant. Ganz interessante These, dass wenn man aufhört zu kiffen, dass dann nicht mehr ganz so oft Mütze-Klatze passiert. Voll die Details, die ich hier... Ist mir auch vollkommen egal. Ich stelle mich nackt vor euch hin, Greenfam. So, welchen Beat soll ich denn da nehmen für Doggy? Hören wir mal da rein. Das ist jetzt Freestyle. Ihr wisst ja, ich hab... Geliebtes Volk, liebe Wiener. Oh, halt deine Fresse, bitte. Komm, halt dein Maul. Shot Record. Geile Beat, Alter. Starlos. Ja, ja. Ich weiß, du willst den Sex, babe. Ich weiß, du dachtest, um mich schläfst. Okay, warte, ich muss gucken, ob der Text passt. Ja, ja, ja. Ich weiß, du magst meine Pussy. Mein erstes Wort als Baby war Gucci. So dreckig und von Sex und verliebt. Ich will ne Toblerone, da, 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 da. Männer schauen mich an, wie ich meine. Mit der Pocahontas rein wie im Märchen. Ja, Schnittlitchen, schönst du weit und breit. Der Text ist so lang. Ei, 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 gib's mir dreckig. Ei, 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 ich weiß, was es schmeckt. Ei, 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 gib's mir dreckig. Ei, 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 ich weiß, dass du leckst. Ich weiß, dass du leckst. Ich weiß, du gesext bist. Du kriegst mein Sextape. Und du kriegst jetzt mein Sextape. Komm, wir gehen Backstage, jetzt hier, ey. Ich weiß, du willst Sexbett, ey. Ich weiß, dass du Sexbett, ja. Yeah. Der Text passt, ja, ich freestyle hier. Yeah, yeah, yeah. Immer die Kunst, weißt du, ihr müsst das so sehen, eine Zeile hatte eine bestimmte Anzahl von Silben, ne? Und der Beat hat einen Rhythmus, hat eine Geschwindigkeit. Und dass dann die Zeilen jetzt von Katja Krasowik da jetzt natürlich nicht auf den Beat gepasst haben, das habe ich mir schon gedacht. Aber da probieren wir einfach mal Doggy aus. Deswegen war jetzt auch die Hälfte gefreestylt. Aber der Beat ist ja geil! Meine Fresse, Alter! Da muss ich was drauf machen.
Komm, dann machen wir Story. Probieren wir es nochmal aus. Der Beat ist zu laut? Okay, Verzeihung. Dann muss ich noch lauter machen. Wie du merkst, werd ich wahr. Ich laufe aus, ich will es jetzt. Ich bin in Stimmung und ich will Sex. Ich lad dich ein, also komm mit. Ohne Druck, wenn der Wald will er will. Aber komm, du früh jetzt hoch. Ja, ja, ja. Das, was du willst, ist das, was du brauchst. Und das, was du willst, ist das, was du brauchst. Das, was du willst, ist das. Jetzt kommt die Jungfreunde. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Gib's mir ein Doggy. Gib's mir ein Doggy. Gib's mir ein Doggy. Gib's mir ein Doggy. Jetzt kommt die Jungfreunde. Yeah, yeah. Lass dich gehen, ich verführe dich. Komm und pack mich an, berühr mich jetzt. Es wird schön, dieser Abend. Und jetzt bestöhn meinen Namen. Das, was du willst, ist das, was ich brauch. Und das, was du willst, ist das, was ich brauch. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Ihr seid live dabei, Green Fam, wie die Melodien einfach aus mir rausflutschen. Ja. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Ich mach daraus, glaube ich, wirklich Kammer. So irgendwie. Ja, ja. Gib's mir Doggy. Das merke ich mir. Gespeichert durch die Live-Übertragung Green Fam. Ihr wart jetzt live dabei. So entstehen die Reggae-Covers. Genau. 99% Inhaltsstoffe. 99% der Inhaltsstoffe, ne? Bio-Aloe Vera. So läuft es, Green Fam. Jetzt machen wir noch was Lustiges. Hoffentlich, wir haben noch 7 Minuten. Ich zeige euch jetzt noch mal was ganz Verrücktes. Nämlich meinen Penis. Nein. Dieses Buch hier. Habe ich noch nicht angefangen zu lesen, auch wenn es schon ziemlich demoliert aussieht. Irgendwie habe ich gerade keinen Bock, in eine Fantasiewelt zu flüchten. Weil mein Leben gerade eine wunderschöne Fantasiewelt ist. Aber irgendwann werde ich das wieder lesen. Ich liebe ja so Fantasy-Romane. Komm, wir schlagen jetzt irgendwie randommäßig eine Seite auf. Zack. Und die versuche ich jetzt zu singen. Ohne Reime. Das macht gar keinen Sinn, was ich jetzt hier gerade vorhabe. Aber wir probieren es einfach mal. Ohne Reime zu singen? Hä? Wie soll denn das jetzt funktionieren? Oh. Aber wir probieren es mal. Für euch mache ich mich gerne zum Affen, Green Fam. Ich habe keine Ahnung. Okay, probieren wir es aus hier. Er blickte sich um. Mit Palmenwedeln von innen wirkte die Hütte seines Retters.
geräumiger und vor allem stabiler. Sie drohte ebenfalls auf einem hohen Felsenpunkt. Was für die hat so Gebieto die Szenerie auf? Erfrischend, lebendig und gleichzeitig so malerisch und friedlich wie in einem wunderschönen Traum. Er ging die paar Schritte zum Felsband. In den Stein gehauene Stufen führten zu einem Holzsteg hinunter an dem Fludokrat. Ein kleines Boot versteuerte sein Retter, erwuchtete einen großen Korb auf den Rücken und machte sich daran, ihn nach oben zu schleppen. Bito kniff die Augen zusammen, Korb bewegte sich etwas neugierig, trat er zu dem Fischer hinab, der unter der Last Echse und pustete. Was in dem Korb wimmelte, sah nicht aus wie die Fische, die Bito von dem Merken kannte. Er streckte Fludo die Arme entgegen, um mit dem Korb zu helfen, und musste unwillkürlich die Nase rümpfen. Was für ein penetranter Geruch. Oh Mann. Je besser gehen nicht. Fludo wischte sich den Schweiß von der Stirn und lächelte breit. Wie neugeboren, Pito nickte. Während er das sich windende Gewirr klitschiger Körper im Korb betrachtete. Gut Fang gemacht, nicht? Hier weiterbringen. Was ist das für Deutsch? Fludo wies hinter der Hütte und beide trugen den Korb zu einer flachen Holzklappe auf den Felsboden. Der pummelige Fischer hob sie an und Pito blickte in ein großes Loch, das fast bis zum Rand mit Wasser gefüllt war. Lebend halten länger besser nicht, ja? Da sind sehr komische Sätze drin. Lebend halten länger nicht. Das steht wirklich so drin. Was ist das für ein Buch? Fludo öffnete den Korb und schüttete seinen Fang ins Wasserbecken. Hastig trat Pito einen Schritt zurück. Schlangenartige Fische flutschten aus dem Korb. Ihre klitschigen Körper zuckten in den Mäulern, der großen Köpfe blitzten spitze Zähne. Ihm schoss das Blut in den Bauch und er krümmte sich. Was war das jetzt wieder? Ihm würde doch nicht schlecht wegen dieser ekligen Schlangenviecher. Doch es war keine Übelkeit, in dem Sinne eher eine Art Wärmestau in seinem Gemächt. Er trat einen weiteren Schritt zurück und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Der Druck im Bauch flaute schon wieder ab und beförderte noch mehr Blut in sein Gemächt. Ich dichte manche Dinge hinzu, meine Freunde. Krulmar, Schlangen aus Wasser. Wörtliche Rede. Fludo hatte die Arme in die Seiten gestemmt, schaute erst ins Wasserbecken und lächelte dann Pito an. Wo hast du die alle her und was willst du damit, du verdammter Hurensohn? Widerwillig blickte er auf die Masse sich windender Körper. Die riechen furchtbar, nicht nur nach Fisch, sondern auch nach sauer und ranzigem Schwanz, was? Er zog erneut die Kraus und sah was, was ihr nicht sehen könnt. Tschüss, das war die Märchenstunde von Greenie. Oh Mann, Alter. Leute, ich, ja, da, Fischers Fritz fischt frische Fitze. Ritze? Wer braucht das Buch? Wie gesagt, so, das heißt, RL, ich kann den Namen nicht aussprechen. RL Gore, geheime Mächte. Green Fam, wir haben noch 1 Minute und 31 und ich kann mir anhand der Live-Story auf jeden Fall nochmal den Doggy-Song reinziehen und ja, ich werde auf jeden Fall den Doggy-Track Reggae covern auf dem Beat, den ich euch gezeigt habe. Das war ja super. Das war, die Melodien waren auch nicht verkehrt. Oh, oh, wo ist der Beat? Oh, oh, den finde ich schon wieder. Ah, ich muss ihn nur zurückgehen. Haha, Achtung. Da ist er doch gleich wieder. 99% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. 99% der Inhaltsstoffe sind nicht für Sie geeignet. Das war er nicht. Shot Record. Das ist er. Ja, Mann. Darauf kommt Doggy. Ne, Katja. Nur, dass du Bescheid weißt. Greenfam, wir haben noch genau 34 Sekunden. Ich nutze das immer, ne? Live-Stories gehen bei mir immer genau eine Stunde. Verrückte Kacke. Der Beat von Honey Rider gewesen. Ah, oh, da hat er mich. Wirklich ähnlich. Ah. Oh. Ich meine, alle Melodien wurden schon.
mal verwendet von